Natalie Volk, so verliebt. Seltenes mit Frank Otto. Fast ein Jahr sind Ex-GNTM-Teilnehmerin Natalie Volk, 26, und Unternehmer Frank Otto, 65, nach 1,5 Jahren Beziehungspause bereits wieder ein Paar. Und offenbar sind die beiden immer noch bis über beide Ohren verliebt. Denn obwohl sie ihre Beziehung bei diesem Anlauf privater halten als in der Vergangenheit, gibt es zu besonderen Anlässen immer wieder private Einblicke in ihre Romanze. Nachdem sie den letzten Valentinstag noch getrennt gefeiert haben, postet Natalie in diesem Jahr zuerst einen Clip von einem wunderschönen Rosenstrauß und anschließend einen Schnappschuss von sich und ihrem Liebsten während eines intimen Kusses. An der Frage, wer in diesem Jahr ihr Valentinstagsschatz ist, lässt das Model damit keine Zweifel und wünscht sicher nicht nur ihren Follower, ihnen einen Happy Valentines Day. Nachdem sich Theresia Fischer, 30, im September letzten Jahres von Thomas Behrendt, 59, trennte, dem sie 2019 bei Germany's Next Topmodel das Ja-Wort gegeben hatte, ist sie nun wieder glücklich vergeben. Am Valentinstag nutzt das Model, das bisher hauptsächlich mit seiner Beinverlängerung für Schlagzeilen sorgte, die Gelegenheit, seine Beziehung ganz offiziell zu machen. Was lange brauchte, ist nun endlich vereint, schreibt Theresia zu einem Foto, das sie Wange an Wange mit ihrem Liebsten zeigt. Beide haben auf dem Schnappschuss die Augen geschlossen und formen ihre Münder zum Kuss. Fans und Freundinnen freuen sich mit dem Paar und hinterlassen fleißig Glückwünsche. Oh, du bleibst deinem Beuteschema treu. Auf eine neue Lobestory, schreibt beispielsweise Reality-TV-Star Sam Dillon, 32. Modelkollegin Claudia Gietz, 26, wünscht alles, alles Gute für euch und Evancia Benedatu, 30, kommentiert mit mehreren Herz-Emojis und den Worten, alles Liebe, Süße. Iris Klein, 55, musste in den vergangenen Wochen viel einstecken, nachdem sie ihrem Ehemann Peter, 55, vorgeworfen hatte, sie mit Yvonne Wölke, 41, in Australien betrogen zu haben. Jagte eine Schlagzeile die nächste. Peter und Yvonne dementieren zwar nach wie vor eine Affäre gehabt zu haben. Doch inzwischen gab der Schwiegervater von Lukas Cordalis, 55, zu, sich in die Schauspielerin verliebt zu haben. Ein harter Schlag für Iris. Am Valentinstag schwelgt sie nun in Erinnerungen an schönere Zeiten. In ihrer Instagram-Story postet sie mehrere Clips aus älteren Folgen von Daniela Katzenberger, Familienglück auf Mallorca. Damals hat Iris mit ihrem Mann, Lukas und Tochter Daniela Katzenberger, 36, sowie Enkeltochter Sophia, 7, Urlaub gemacht. In einem Video halten sich alle Familienmitglieder an den Händen und tanzen ausgelassen. Iris strahlt, ist glücklich. Da war die Welt noch in Ordnung, schreibt sie und fügt einen weinenden Emoji hinzu. Außerdem repostet sie sowohl einen Beitrag von Daniela als auch von Jenny Frankhauser, 30, in denen sie ihren Ehemännern zum Valentinstag eine Liebeserklärung machen. Und betont, ich wünsche allen verliebten Menschen einen schönen Valentinstag. Punkt. Ich bin glücklich, dass meine Kinder glücklich sind, Sick. Pietro Lombardi, 30, und Laura Maria Rüpa, 27, haben auf Instagram einen zuckersüßen Schnappschuss gepostet. Der zeigt, wir gehören zusammen. Familie Lombardi. Familie ist, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals endet, wir werden immer für euch da sein. Schreiben beide in der Bildunterschrift. Der süße Schnappschuss zeigt das erst wenige Wochen alte Baby Leano Romeo auf dem Arm von Pietros Sohn Alessio, 7, der aus der Ehe mit Sarah Engels, 30, stammt und der jetzt offensichtlich ein sehr stolzer großer Bruder des kleinen Leanos ist. Darin hat der kleine große Mann schon Übung, Mama Sarah hat mit Julian Engels, 29, Töchterchen Solia Liana, die Alessio und die ganze Familie schon seit einem Jahr große Freude bereitet. Mark Terenzi, 44, und Verena Kert, 41,
sind seit Monaten unzertrennlich. Nach ihrer Teilnahme an Ich bin ein Star, holt mich hier raus, ging er sogar vor seiner Liebsten auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Und wie sieht es mit der Familienplanung aus? Da scheint sich das Paar weniger einig zu sein. Auf Nachfrage von RTL antwortet Mark ohne zu überlegen, ich habe genug Kinder. Verena zeigt sich empört über die schnelle Antwort ihres Verlobten. Da sprechen wir nochmal, droht sie. Ein Baby mit Mark Terenzi könnte sie sich also durchaus vorstellen. Erstmal haben die beiden jedoch genug mit der Hochzeitsplanung zu tun. Wir gucken, was passiert. Momentan fokussieren wir auf unsere Hochzeit, auf unser Leben zusammen. Stellt der einstige Boyband-Star, der bereits vierfacher Vater ist, klar? Das klingt ganz so, als ob er sich zu einem fünften Kind noch überzeugen lassen könnte. Laura Maria Rüpper, 27, wurde erst vor wenigen Wochen zum ersten Mal Mama, der kleine Leano Romeo hat das Licht der Welt erblickt und das Liebesglück von Pietro Lombardi, 30, und seiner Verlobten perfekt gemacht. So perfekt, dass die frisch gebackene Mama schon jetzt über noch mehr Nachwuchs spricht. In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan mit einem Augenzwinkern wissen, wann Baby Nummer 2 kommt. Laura Maria antwortet überraschend, du lachst. Also ich will mit Sicherheit noch zwei Kinder. Aber abwarten. Die Familienplanung im Hause Lombardi Rüpper ist also noch lange nicht abgeschlossen. Das Glück in ihrer Mitte nimmt neue Formen an. Cheyenne Ochsenknecht, 22, kann es kaum glauben. Ihr Baby hat innerhalb kürzester Zeit einen Riesensprung gemacht. Mein Bauch ist irgendwie über Nacht 30 cm mehr geworden, schreibt sie in ihrer Insta-Story zu einem erstaunt wirkenden Selfie-Boomerang. Noch vor einer Woche zeigte das Model seine zauberhaften Schwangerschaftsrundungen bei einem Fotoshooting. Inzwischen scheint das Kügelchen neue Dimensionen erreicht zu haben. Einen Blick auf den aktuellen Status verwehrt Cheyenne bisher noch ihrer Community. Die 22-Jährige bewies bereits Zurückhaltung bei der Verkündung der Baby-News. Bereits im Dezember 2022 kursierten Gerüchte über eine neue Schwangerschaft. Doch erst zum Jahreswechsel bestätigten die Tochter von Natascha Ochsenknecht, 58, und ihr Mann Nino Sivkovic ihr süßes Geheimnis. Das Paar lebt mit der gemeinsamen Tochter Mavi, 1, in Österreich und bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ab dem 13. Februar erfahren Fans von Cheyenne vermutlich mehr über ihre Familienplanung. Dann startet auf Sky die zweite Staffel der Reality-Doku Diese Ochsenknechts. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Prominos der vergangenen Woche nachlesen. Verwendete Quellen: Instagram.com, Bild.de, RTL.de.